Funktionsweise einer Klimmstabilisatorröhre. Vorgestellt werden verschiedene Klimmstabilisatoren, unter anderem eine einfache Form eines Klimmstabilisators, wie zum Beispiel diese GG280 von DGL. Klimmstabilisatorröhren sind einfache Gasentladungsröhren, die dazu gedacht sind, eine Spannung auf einen stabilen Wert zu stabilisieren. Wobei stabil ein bisschen relativ ist, die zu stabilisierende Spannung schwankt meistens um mehrere Volt. Der Aufbau ist meistens sehr typisch. Es gibt eine große Anode und eine kleine Kathode. Die Anode ist der Zylinder. Die Kathode selbst ist das kleine Metallstück, das in das Graphitrohr eingebettet ist. Ist etwas schwer zu erkennen. Klimmstabilisatorröhren sind meistens mit dem Edelgas gefüllt. Meistens ist es Neon. Diese Röhre hat zum Beispiel nur eine Anode und eine Kathode. Das Prinzip ist relativ einfach. Innerhalb der Röhre wird eine Stoßionisation ausgelöst. Das Prinzip oder der Vorteil dieser Stoßionisation ist, dass die Spannung während der Stoßionisation relativ konstant ist, unabhängig vom Strom, der fließt. Das setzt aber voraus, zum einen, dass ein Mindeststrom fließt in der Röhre und zum anderen, dass eine bestimmte Spannung vorhanden ist. Aus diesem Grund müssen Gasentladungsröhren grundsätzlich immer mit einem Vorwiderstand betrieben werden. Hier sieht man nochmal die Kathode. Der Stift, der zu sehen ist in dieser Ausbuchtung, dient als Einschaltkontrolle, als optische Einschaltkontrolle des Gerätes. Bekannt ist es unter anderem beim Funke W19 und W20, wo ein ähnlicher Röhrentyp zur Stabilisierung benutzt wurde. Klimmentladungsröhren haben eine sogenannte Zündspannung. Diese Zündspannung muss mindestens erreicht werden, dass die Stoßionisation in Kraft tritt. Und eine Brennspannung. Das ist die Spannung, auf der die Stoßionisation aktiv bleibt und die dann als stabilisierte Spannung abgenommen werden kann. Zumal gibt es auch noch eine sogenannte Löschspannung. Bei der Löschspannung, also der untersten Spannung, erlischt die Stoßionisation. Um jetzt sicherzustellen, dass eine Stoßionisation in Kraft tritt, gibt es die Möglichkeit, in der Röhre eine sogenannte Zündanode anzubringen. Wie hier zum Beispiel bei der STV-100-60Z2. Das Z steht in diesem Fall für Zündanode. Zu sehen ist es leider etwas schlecht zu beleuchten. Zu sehen ist die Kathode, das ist der innerste Ring, die Anode ist der äußerste Ring und leider sehr schwer zu erkennen ist die Zündanode. Am Schaltplan ist es etwas besser zu sehen. Dies ist die Kathode, das ist die Anode und das ist die Zündanode. Die Zündanode ist nur sehr klein und ist meistens mechanisch sehr nah an der Kathode angebracht. Die Zündanode wird auch über einen Vorwiderstand betrieben, meistens mit einer etwas höheren Spannung. Das Konzept ist, dass zuerst die Stoßionisation an der Zündanode antritt und die Stoßionisation wird somit auf die Hauptanode übertragen. Insofern, wenn die Zündanode mit einer
geringeren, also geringeren Strom gezündet werden kann, dann überträgt sich diese Leistung, diese Stoßionisation auf die Anode, auf die Hauptanode. Besser zu sehen ist es bei einer anderen Stabilisierungsröhre. Das klappt. Das ist eine GR420DA von DGL. Diese Röhre stabilisiert auf 420 Volt. Und etwas besser zu erkennen ist sie im Röntgenbild. Man sieht unten, und ich mache es mal so, man sieht hier die Anode, die Hauptanode, und hier unten ist die Kathode und nebendran ist die Zündanode. Weil die Anode sehr groß ist, ist somit die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Röhre zündet, weil es halt diese Hilfsanode gibt. Bei neueren Röhren gibt es meistens keine mehr, beziehungsweise die Betriebsparameter sind so gewählt, dass die Röhre sicher zündet. Bei militärischen Röhren gibt es teilweise auch eine Argon 85 Füllung, die aufgrund von radioaktiven Zerfall praktisch eine Hilfsionisation bietet und somit auch ein sicheres Zünden bei geringen Spannungen ermöglicht. Auch gibt es sogenannte Kaskaden, wo also mehrere Klimmröhren in einer Reihe geschaltet sind. Vertreter ist zum Beispiel die STV-280-80 bzw. -40. Das hier ist das Äquivalent 12TF25 von Tesla. In dieser Röhre sind vier Klimmstabilisatorröhren in Reihe geschaltet, und zwar jede mit 70 Volt. Ich versuche mal zu zoomen. Man sieht in der schematischen Darstellung, ich habe hier die Kathode, meine vier Klimmstrecken und die Anode. Jede Klimmstrecke ist für 70 Volt ausgelegt, insofern hat die maximal zu stabilisierende Spannung 280 Volt. Und ich kann jede Klimmstrecke einzeln abgreifen. In der Praxis sieht das so aus. Ich hoffe, der Fokus stimmt. Ich habe ein normales Netzteil. Ich habe den besagten Vorwiderstand. Und schließe jetzt die Röhre mit der Kathode und Anode an dieser Spannung an. Und kann jetzt durch geschickte Beschaltung, nämlich den ersten Abgriff der Röhre, bezeichne ich als Masse, also 0 Volt, und kann jetzt relativ zu diesem Potenzial minus 70 Volt, plus 70 Volt, plus 140 Volt und plus 210 Volt abgreifen, jeweils stabilisiert. Die Bezeichnung -40 oder -80 bezeichnet den maximalen Strom in Milliampere, den ich entnehmen kann. Die Röhre ist relativ schwer aufgrund des Packages, sagen wir es mal so. Und laut Datenblatt ist empfehlenswert, diese Röhre zu sichern.
dass sie während des Betriebs nicht herausfallen kann. Um jetzt die Funktionsweise nochmal zu erklären, der berühmte Wechsel der Kamera. Ich habe auf meinem Neuberger die 85A2 eingelegt. Das ist auch ein Klimmstabilisator für 85 Volt. Relativ neues Datum. Also die Röhre ist ungefähr Mitte der 50er Jahre entwickelt worden und bis zum Ende der Röhrenzeit auch in Benutzung gewesen. Die Röhre hat eine Zündspannung von ungefähr 125 Volt und eine Brennspannung von 85 Volt. An der Anode liegt jetzt 73 Volt an. Es passiert noch nichts. Man sieht am Messgerät, es fließt kein Strom. Wenn ich jetzt die Anodenspannung erhöhe, passiert immer noch relativ wenig. Jetzt nähere ich mich langsam der 125 Volt. Und zack, die Röhre hat gezündet. Das sehe ich daran, dass jetzt eine Leuchterscheinung eintritt. Und die Röhre stabilisiert auf 85 Volt. Wenn ich jetzt die Anodenspannung erhöhe, ich bin jetzt bei ungefähr 115 Volt, bin jetzt bei ja, 160 ungefähr geschätzt und meine Stabilisierungsspannung ist immer noch bei 86 Volt und die Röhre klimmt jetzt heller. Wenn ich wieder zurückgehe, 50 Volt, wird die Röhre dunkler. Und noch mal 50 Volt drauf, wird sie noch heller. Das ist das Funktionsprinzip eines Klimmstabilisators. Zu sehen ist auch, dass jetzt zurzeit ein Querstrom von ungefähr ja, bis 15, ungefähr 30 mA durch die Röhre fließt. Also das Messgerät ist auf 30 mA Vollausschlag eingestellt. Ich habe einen 60 Kilo Ohm Ballastwiderstand eingeschaltet, da ich die Röhre nicht ohne Vorwiderstand betreiben kann. Und wenn ich jetzt die Spannung wieder erniedrige, habe ich plötzlich wieder einen Sprung, weil ich die Zündspannung unterschritten habe und habe die Löschspannung erreicht. Das heißt, die Stoßionisation in der Röhre ist gelöscht. Und die Röhre stabilisiert nicht mehr. Um wieder zu stabilisieren, muss ich die Zündspannung wieder erreichen. Das ist irgendwas bei 115 Volt. Und jetzt hat die Röhre wieder gezündet. Und stabilisiert wieder. Und der Neuberger brummt.